Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spiel am Deckcheck. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Christopher. Grüß Gott. Und wir haben noch einen Modern Deckcheck für euch. Denn wir haben alle Modern Deckchecks. Wir haben alle Modern Deckchecks für euch. Der Christopher hätte sie alle und noch mehr. Ich muss mir ein bisschen bremsen. Aber bei Esper Stoneblade konnte ich ihn nicht bremsen. Na. Weil da kommt das große Schwert und haut mir eine drauf. Sonst, da muss man aufpassen. Oder ich haue eine drauf. Das wäre auch gefährlich. Sagen wir ehrlich. Gibt es Worte, die du voransetzen möchtest, oder hauen wir uns einfach ins Deck? Man kann endlich Esper Stoneblade spielen. Das ist, glaube ich, das Interessante daran. Weil es gab ja Stoneblade-Decks, gab es ja in Modern. Ich weiß, kaum war Stoneflash Mystic gebannt, hast du es probiert. Ja, also Blau-Weiß war ja also relevant. Armband, Entschuldigung. Die habe auch damals turniermäßig relativ gut abgeschnitten mit diesen blau-weißen Stoneblade-Decks. Mhm. Es sind halt jetzt Karten gekommen, die halt Esper... Wo du halt einfach Antworten für alles hast, nicht? Mhm. Windigate. Ja, verstehe. Ja, los geht's. Gut, los geht's. Mana Base, eine Plains, zwei Islands, zwei Swamps, also Swamp. Fünf Basic Länder. Jo. Dazu Schockländer, zwei Hallowed Fountain, eine Godless Shrine, ein Watery Grave. Mhm. Das heißt, vier Schockländer. Jo. Und aber nicht, diesmal, nein, nicht, diesmal nicht. Nicht das Christopher Postel Special, nämlich nur 8 Fetch-Länder, 3 Flooded Strands, 2 Marsh Flats und 3 Polluted Delta. Genau, weil wir warum das Fetchland weniger? Weil wir. Die Zuseher wollen es wissen. Weil wir einen Platz für ein Creeping Tarpit brauchen. Ah, okay. Ein Creeping Tarpit. Okay, ich erkläre danach warum. Ist dem Fetchland zu Opfer gefallen. Genau. Wobei, du spielst ein Silent Clearing. Noch immer, du könntest ja auch das cutten können. Nein, das kannst du nicht cutten. Weil das ist ja mehr Basics als in den anderen Decks. Ja, aber du brauchst doch mehr Basics, weil Nicht-Standardland Hate einfach viel mehr gespielt wird. Okay. Und das Deck halt nicht so viel Value macht und nicht so einen schnellen Plan hat, oder was? Genau, das Deck dauert ein bisschen länger. Okay. Dafür haut es ein bisschen mehr hin. Okay. Passt. Creeping Tarpit, du hast gesagt, du willst es drin haben, warum? Weil Silent Clearing ist nice, die Flood Protection, das haben wir immer sozusagen. Genau, das Creeping Tarpit ist eine Karte, die Planeswalker alleine vom Feld runterräumt, weil du eben unblockbar bist. Ja. Creeping Tarpit umgeht einen Boardstall, was sehr relevant sein kann. Mhm. Also das sind die zwei Hauptgründe. Creeping Tarpit ist das Teil, das dich dann einfach gewinnen lässt, wenn der Gegner Kreaturen hat. Okay. Also ich weiß nicht, wie oft ich in Legacy, ich hatte ein Creeping Tarpit und ich habe mit einem Creeping Tarpit gewonnen. Einfach. Ja. Weil du solche Counter Wars sind, aber er kann dir einfach dein Land Drop kann er dir nicht countern. Ja. Und wenn der Creeping Tarpit da ist, dann geht er nie mehr weg. Ja? Außer du hast da Ghost Quarter oder Field of Ruin. Aber wenn nicht, dann geht er nie mehr weg. Verstehe. Passt. Dann kurz schauen wir uns das Deck an. Wir fangen an mit dem namensgebenden Stoneforge Mystic, natürlich 4-mal. Ja. Warum spielen wir den? Weil wir uns 3 Sachen suchen können. Genau. Das ist einerseits Sword of Fire and Ice. Das kennen wir ja. Also das beste Schwert, wenn man mich fragt. Das beste Schwert. Also ich lasse mit mir diskutieren in einem Meta, wo eben Grün, Junt, Rock, Absan, das solche Geschichten sind. Spielst. Temur, dass ich dann beginne, Feast and Famine zu spielen. Okay. Also Feast and Famine ist auch ein sehr gutes Schwert, gerade für ein Deck, das countern möchte. Mhm. Dann ein Betaskal, auch ein Klassiker. Genau, Betaskal gewinnt Spiele alleine, haben ein Legacy gesehen. Ist eine relevante Kreatur gegen Agrodex, ist eine relevante Kreatur, also ist ein relevantes Equipment, das eine Kreatur mitbringt. Mhm. Gibt dem Viech eben relevante Stats, das ist Planeswalker Pressure und Planeswalker sind ein Thema in Modern. Und ist halt eine Winning Option, nicht? Ja. Und dann die neueste, die neueste Karte dazu. Ein Kaldera Complete. Es ist so eine lustige Karte. Frechheit, so eine lustige Frechheit. Also die Sache ist, in Modern hast du ja genug Exile-Spells. Ja? Also es werden sehr viele Paths gespielt, es werden Solitude wird gespielt, weil es eine super gute Kreatur ist. Du kannst Kaldera Complete bouncen mit dem Ferdi. Mhm. Du kannst mit Jace bouncen, du kannst whatever. Ja. Aber gegen gewisse Decks ist das einfach Ende. Ja. Kaldera Complete gewinnt. Mhm. Und warum soll ich das aufgeben? Ja. Also ich befürchte, sollte Stoneblade mit Kaldera Complete zu stark werden, dass Kaldera Complete die Karte ist, die gebannt wird. Wirklich?
Ja, es ist einfach, das Viech ist indestructible und das Caldro Combat. Ja, ich weiß, du hast es ja im Set Spotlight auch zum Schluss gesagt, aber also. Weißt du, es muss nicht passieren. Ich finde die Karte auch unendlich frech, aber ob sie banworthy ist, ja, weiß ich nicht. Ja, die Sache ist, wenn sich Blade Decks wirklich etablieren, hoffe ich, dass Wizard so intelligent ist und nicht Stoneforge Bane, sondern eben Caldro Complete. Ja, weil davor war es halt nicht ein Problem sozusagen. Gut, gehen wir zu den restlichen Kreaturen. Wir haben vier Dark Confident. Ja, die werden wir jetzt wieder öfter sehen. Also ich finde Modern Horizons, wir haben schon drüber geredet, ich finde Modern Horizons hat Dark Confident einen großen Push gegeben, weil du mehr tempolastig spielen kannst. Dark Confident ist in Tempo-Decks sehr gut, Dark Confident ist in Midrange-Decks mittel, weil natürlich mehr fette Spells gespielt werden. Ja. Aber in tempolastigen Decks ist das eine sehr starke Karte, weil du eben auf viel mehr Kartenzugang hast. Nicht? Ja. Dann haben wir zwei Snapcaster Mage. Ja, das ist ganz klar. Also ohne Snapcaster Mage im Blade Deck gehe ich nicht aus dem Haus. Es sind nur noch zwei. Weil es doch viele Kreaturen und Artefakte und so Genau, weil hast. Du eben jetzt drei Artefakte spielst. Du hast ein bisschen. Du spielst im Vierter Confidence, das hat man früher auch nicht so gespielt. Mhm. Und du hast natürlich dann noch einen Spell Creature Hybrid, den wir uns jetzt dann anschauen. Und darum sind es eben Nummer zwei. Okay, dein Spell Creature Hybrid ist Brazen Borer/Pettysnift. Ja, genau. Also weil da kannst du das genische Kalter Complete bouncen. Zum Beispiel. Und hat jetzt leider meine Vindilin-Click, die ich sehr liebe, verdrängt. Aber das Petty Theft eben noch drauf ist halt einfach so gut, dass man es nicht ignorieren kann. Okay. Dann hast du zwei Teferi Time Reveler. Der kann auch das Kalter Complete bouncen. Der ist natürlich auch super gut, wenn du irgendwas einmal umequippen musst, dann kann der Gegner nicht darauf reagieren in deinen Turn. Ja. Dann hängst du Snapcaster als Caldera Complete drauf, dann ist er auch einmal stark in sein Leben. Zum Beispiel, ja. Also ansonsten natürlich Kreatur bouncen, Karten ziehen und einfach lästig sein. Wir wissen, wie unangenehm das ist, gegen Teferi zu spielen. Primär lästig sein. Dann zu den Spells. Wir haben vier Opt, weil ein bisschen Kato ist, kann nicht schaden. Genau, also hier haben wir eben Opt statt Serum Visions, weil wir Counterspell spielen, weil wir Instant Removal spielen möchten oder uns eben auch Mana offen lassen, damit wir so tun könnten, als könnten wir Equipment ins Spiel bringen, was wir dann nicht können, oder Opt spielen oder vice versa. Ja. Oder halt auch Snapcaster Mage an Deutschen oder solche Späße. Oder vielleicht wirklich haben. Drei Sorceries, also jetzt Sorcery, aber Hand Destruction. Genau. Plus zwei Invocation of Kozilek, der Split für über 5 zu kommen sozusagen. Ja, ja, also wenn ich mit Discard spiele, dann möchte ich zumindest 5. Kommt drauf an, je schneller das Meta wird, desto mehr Inquisitions kommen rein. Dann kann man vielleicht auch 6 Discard-Spells spielen. Ja. Und lässt irgendwie ein größeres Remove weg. Ja? Okay. Dann haben wir 4 Counterspells, das heißt, du spielst auch Counterspells, aber du spielst einfach Counterspell. Weil es viermal so gut ist. Ja. Einfach so gut, ja. Man könnte diskutieren, in einem echten Tempo-Deck Remand zu spielen. Ich glaube aber, es gibt keinen besseren Counterspell im Modern als Counterspell, ja. Die Force auf Negation ist natürlich sehr gut, aber die countert nicht alles. Ja. Counterspell countert einfach alles. Ja. Ja, das sind so Tier 2 Ren and 6. Ich liebe, ich heiß, dagegen spielen, fürchterlich. Ja. Gegnerischen Teferi-Countern. Irgendeinen hart gecasteten Beta-Skull, was weiß der Geier was. Ja. Okay. Dann hast du Instant Removal, das angesprochen, 4 Path to Exile. Genau, ist halt noch immer das beste weiße Removal, nicht? Dann der neue Removal, 2 Dam. Genau, und da haben wir jetzt eben wieder den Vorteil der Split-Karte. Der Split-Karte, genau, dass du eben Du willst in diesem Deck eigentlich Mass Removal, aber du hast keinen Platz dafür. Okay. Und jetzt hast du den Platz eben, dass du eben noch mehr Spot Removal plus das Mass Removal spielst. Ja, also ich bin super begeistert von der Karte. Ich kann es jedem ans Herz legen, weil es so versatile ist. Ja. Versatile, oh my goodness. Ja, nice. Okay. Und dann hast du noch zwei Vindicate, weil hast du das eh schon ein bisschen geteased. Genau. Du hast gern das Removal für alles. Oder ich mag das Removal für alle. Ja. Also ich spreche ja schon seit Jahren darüber, dass Vindicate ins Modern-Format gehört, weil es einfach ein korrekter Removal-Spell ist, der fair gekostet ist. Ja, ja. Und für das, vor allem, weil er auch ein Sorcery ist. Genau, und für das fair gekostete kann er eben alles. Ja.
Passt gut. Dann kommen wir schon zum Sideboard. Da haben wir zwei Spellqueller. Auch Franz genannt. Ja. Ja, das ist halt gegen gegnerische Tempo-Decks, auch gegen Control-Decks, um ein bisschen Edge in der Luft zu bekommen. Mhm. Schwert auf den Franz. Kann man auch einmal so reinflashen, wenn der Gegner sich austappt. Ja. Hängt mit einem Schwert um, fliegt er mit dem Schwert vorbei. Sehr schmerzhaft. ansonsten nimm da auch einmal, also ich board ihn teilweise auch gegen die aggressiven roten Decks, okay, weil er einfach einmal das Viech frisst, da muss der Boulder mal auf den Franz geschossen werden, damit das Viech wieder retour kommt und ich habe mir drei Schaden erspart. Ja. Mhm. Nice. Dann zwei Lingering Souls, einfach mehr Blocker, oder? Ja, genau, also eben auch Sword Carrier, zum Planeswalker Pressure gegen Junt kann man gut discarden und dann holen und dann kann man die Liliana umhauen damit zum Beispiel. Mhm. Ansonsten einfach eine sehr stabile Karte auch gegen Swarm Decks, um eben was an Bord zu behalten, um Jump Blocker zu haben, um seinen eigenen Gameplan zu forcieren können. Okay. Schlaf nicht ein. Ich schlafe nicht ein. Dann eine Kaya, Ortsurf ist ursuper. Ortsurf ist super, ja. Kaya finde ich eine sehr gute Karte gegen die gegen Reanimation Decks, weil du Stuff exilen das heißt, kannst. Ja. Ist auch gut gegen aggressive Decks, um so reidige Goblin-Geister mal zu exilen oder sonstige Problemsachen. Ja? Also ist overall eine gute Karte, ist auch gegen Control-Decks gut, damit du den großen Drachen kleiner machst, beispielsweise. Den Murktide Regent, so heißt der. Das ist nämlich auch eine sehr starke Karte. Du kannst Gurmagengar klein halten, ja, also das viel kosten. Ja, ja, verstehe schon, was mit klein halten. Wenn du einfach den Friedhof angreifst und das halt nicht casten kannst. Genau, sozusagen. Genau. Mhm. Nice. Dann hast du auch einen Chase the Mind Sculptor. Ja. Leider 4 Mana. Dass man das sagen muss, dass der Chase in Sideboard wandert. Wie haben sich die Leute früher davor gefürchtet? Ja, gebannt war auch nicht. Gebannt war lange, Chase wird Modern Zeit zerstören. Ja. Ja, im Sideboard ist er immer noch sehr gut. Natürlich kann man einen Main Deck spielen, das ist, glaube ich, niemand würde jemals sagen, dass man keinen Chase the Mind Sculptor Main Deck spielen kann. Nicht? Boah, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Aber ja, er ist natürlich, also gerade in dem Deck, wenn ein harten Kontrolldeck ist, was anderes. Aber in dem Deck bist du ja kein hartes Kontrolldeck. Genau, du boardest halt, wenn du in diese Richtung gehen möchtest, den halt mit rein. Ja. Dann hast du zwei Celestial Purge als weitere Exile Removal. Als weitere Exile Spells. Also es ist ein bisschen so ein Exile-Thema da dahinter. Mhm. Aber Exile ist einfach wichtiger. Weil der Graveyard ist eine Ressource mittlerweile. Und wenn ich den Gegner von dieser Ressource Graveyard abschneide, dann hole ich mir ein paar Prozent Winning Option raus. Okay. Dann hast du zwei Force of Negation. Die Exile nehme ich übrigens auch. Die Exile auch, ja? Ja, das ist eben ganz klar gegen Control-Decks, gegen Combo-Decks, um die Combo zu unterbrechen an der richtigen Stelle, um den Planeswalker vom Gegner zu countern, um den Counterspell vom Gegner wirst. In seiner Runde dann wahrscheinlich nicht, weil da müsstest du zuerst countern und dann countert er und dann counterst du. Lass mal's, ja. Also es ist einfach. Aber du könntest dein Kaldras komplett vielleicht verteidigen oder so. Das kannst du machen, ja. Dann hast du noch eine Mystic Dispute. Eben auch als zusätzlichen Counterspell. Mhm. Dann noch zwei Surgical Extraction und noch zwei Rest in Peace. Genau. Weil Exile, du musst wirklich alles im Exile. Du willst alles Exile, ja. Also es ist und dann willst du Kaya ultimaten. Ja, das ist sehr lustig, das habe ich in Standard geschafft, in Mortal noch nie. Ja, Extraction einfach, um Key Pieces rauszuholen, Rest in Peace eben, um ganze Strategien zu umgehen, nicht? Okay. Beides in Kombination, weil vier Exile Spells aus dem Graveyard noch immer besser sind als in zwei. Ja. Und ich meine, du kannst ja auch nur Surgical bringen, weil der Surgical mit Snapcaster ist gut und wenn du Surgical und Rest in Peace bringst, dann ist es vielleicht Snapcaster-Karten, weil dann ist er nicht mehr so sexy. So ist es. Passt. Damit sind wir schon wieder mit 75 Karten durch. Und Esper Stoneblade ist vorgestellt. Ja, ich meine, du stehst auf so Stoneblade-Geschichten. Und auch das Deck schaut richtig solide aus. Ja, ich sage ja, ich habe derzeit einen Lauf, ich kann nur gute Decks aushauen. Also Modern Horizons 2 ist so, ich muss ehrlich gestehen, mein Magic-Hype war schon sehr gedämpft. Mhm. Also Strixhaven hat mich nicht so begeistert, muss ich gestehen. Weil du kennst ja Harry Potter nicht. Ich meine, da fangst du schon mal an. Ich war von Kaldheim begeistert, aber es hat zu wenig Impact gehabt. Mhm. Aber jetzt ist Modern Horizons 2 da und ich schwöre, ich baue 100 Decks. 100 Decks. Alle Decks baue ich. Alle. Und es macht so Spaß, weißt du, so tolle Karten. Passt. Also, wann kann man wieder Grand Prix spielen?
Ja, das frage ich mich auch. Ja. Aber wenn, es sind es eh nur Magic-Feste. Ich war wurscht, gehe auch aufs Festl. Ich Passt. nehme eine Bowle mit zum Magic Fest. Eine Bowle? Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob Alkohol auf Magic-Festen erlaubt ist. Ich befürchte nicht. Christopher, danke fürs Kommen. Euch danke fürs Bitte. Zuschauen. Gerne könnt ihr Kommentare unter Video hinterlassen. Könnt ihr auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen. Könnt ihr gerne zum Discord-Server beitreten und uns sagen, Kannst du eine Bowle in den Spielraum vorbeibringen? genau, ob ihr auch eine Bowle zum nächsten Magic-Fest mitbringt. Und wenn ihr eine mitbringt, ob wir dann auch was davon haben dürfen. Danke nochmal fürs Zuschauen und ciao. Auf Wiederschauen. Ich sage, wenn ich so gut Magic spielen könnte, wie ich Decks bauen kann, wäre ich ein richtig guter Magic-Spieler. Hey, du bist ein Pro-Player.